Hallo, ich bin Daniele Biffi, Personal Trainer und Mental Coach in Berlin. Und heute sprechen wir über Fußball, über Kinder und zeige ich dir vier verschiedene Übungen, die die Kinder machen können, damit die Füße stärker werden. Wenn du laufen willst, natürlich sind die Füße sehr wichtig. Die Füße, die müssen stark, die müssen beweglich sein. Und die Kinder, die müssen in der Lage sein, um die Füße zu bewegen. Ja? Und diese Übungen sind natürlich sehr wichtig für die Erwachsenen, noch mehr für die Kinder. Also, fangen wir an. Übung Nummer 1. Übung Nummer 1 ist das hier. So, unsere Beine sind voll gestreckt und wir kommen hoch und wir drücken unsere Füße. Hoch und drücken. Hoch und drücken. So, ja, jetzt zeige ich es dir so. Guck, die Füße sind parallel, ja, und ganz gerade. Und die Beine, wie gesagt, sind voll gestreckt und machen das. 1, 2. Hoch und drücken. Hoch und drücken. Hoch und drücken. Hoch und drücken, hoch und drücken. Wichtig ist, dass die Füße hochkommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Übung Nummer zwei, wir stehen auf einem Bein. Dieser Bein ist voll gestreckt und dieser Bein auch. So, beide Beine sind voll gestreckt. Wir kommen hoch und runter mit unserem Fuß. So, jetzt zeige ich dir. So, hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Und natürlich mit diesem Bein, ja, ist voll gestreckt. Ja, und wir bleiben da. Hoch und runter, hoch und runter, ja. Das ist natürlich eine super Übung. Machst du natürlich 3x10 die Übung Nummer 1 und 3x10 pro Fuß für diese Übung, für die Übung Nummer 2. So, jetzt Übung Nummer 3. Übung Nummer 3 ist das hier. Wir gehen, ja, und wir arbeiten ganz schön mit unseren Füßen. Wir machen Haken, Rollen und Drücken. Haken, Rollen und Drücken. Haken, Rollen und Drücken. Was ist natürlich wichtig, unsere Füße, die müssen ganz schön arbeiten, ja. Das Kind muss genauso in der Lage sein, den Fuß hochzuziehen und dann haken, rollen und drücken. Und in dem Moment, beide Beine sind voll gestreckt, ja. Gut. Jetzt haken, rollen und drücken und die Beine sind gestreckt. Die Beine sind gestreckt. Die Beine sind gestreckt. Die Beine sind gestreckt. Was ist natürlich auch wichtig, ist die Arme bewegen, ja. Die Arme, die müssen sich bewegen. Die Ellbogen, die müssen nach dran in den Körper. Hände bitte offen lassen und weitergehen. Ja, ist genauso wie gehen. Die Geschwindigkeit ist natürlich bedeutungslos. Meine Empfehlung, also diese Kinder, die müssen diese Übungen am Anfang langsam machen, ruhig machen und richtig machen. Lieber 1, 2, 3, 4 Wiederholungen und richtig, ja, das ist wichtig, ja. Lieber wenig und richtig, ja. Und ich zeige es dir nochmal und 1, Haken, rollen und drücken, Haken, rollen und drücken, Haken, rollen und drücken, ja? Perfekt, bleiben auf dem Bein, ja, und wir machen das, klack, klack, wir müssen richtig klatschen mit unserem Fuß, ja, das ist wichtig, beide Beine sind gestreckt und wir arbeiten richtig schön mit unserem Fuß, ja, und das Kind muss auch in der Lage sein, um das zu hören, ja, dieser Klatsch, Klatsch, Klatsch. Nur mit dem Fuß bitte, ja? Also das will man nicht sehen, ja? Also dieser Bein ist voll gestreckt und bleibt da stehen, ja? Und wir arbeiten nur mit unserem Fuß. Guck, nur der Fuß, ja? Nur der Fuß geht hoch und runter. Und wir klatschen, klatschen, klatschen. Das ist eine sehr wichtige Übung und das Kind hat meistens sehr viel Spaß. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesen Übungen und das war's für heute. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!